Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Demon's Souls Remake, Remaster, was man auch immer sagen will. Und in der letzten Folge haben wir den Turmritter besiegt und ja, jetzt geht's, würde ich sagen, direkt da weiter. So, haben uns ja ein bisschen auch gebufft hier, ein bisschen ins Höher gepusht. Mit den Seelen auch, die wir gefunden haben, dass wir ein bisschen stärker werden können. Und jetzt können wir da rein. Ich freue mich. So. Ach so, ein Dichter fällt in die Welt nicht zurück. Nur jene, die einen Erzdämon besiegt haben, können hier durch. Einen Erzdämon haben wir noch nicht besiegt, ne? Nee. Wir können da zurückgehen. Und hier reingehen? Ach, die blöden Heiler. So. Scheint verschlossen zu sein, okay. Ja, macht jetzt nicht viel Sinn, dann gehen wir nochmal zurück. Ich dachte, man könnte jetzt diesen Nebel durchgehen. Das können wir anscheinend gar nicht. Gut. Dann gehen wir nochmal zurück zum Nexus und reisen in die andere Zeit. Beziehungsweise zu dem anderen. Also wenn hier noch eine auf ist. Also hier können wir nichts mehr machen. Mit dem hier. Schmiedeareal. Gehen wir da mal hin. Bin gespannt, was uns hier so erwartet. Okay. Das sieht aber auch echt mal wieder. Sieht einfach nur geil aus, alles, finde ich. Da sieht man wieder den Ton. Wer ist er denn hier? Hallo. Hallo. Seelen, Seelen. Ich tausche gute Waren gegen Seelen. Was hast du denn da so? Achso, okay. Spitzhacke. Scharfstein, was brauchen wir denn, um unsere Sachen heile zu machen? Weiß man nicht, ja? Ach, man kann bei ihm mehrere kaufen. Warte mal. Dann lass mal kurz mal gucken, spielen, was ich brauche. Meint ihr nicht? Kann ich hier gar nicht sehen, ne? Oder? Kann ich das hier sehen vielleicht? Im Streitkolben? Ha! Da würde ich ja gerne wissen, welche ich brauche dafür. Könnte man ja nochmal schnell zurückgehen und gucken. Das machen wir jetzt einmal schnell. Pass mal auf. Wir gehen mal kurz zurück. Und gucken dann, fragen nochmal den Händler da, beziehungsweise den Schmied da, der das alles machen kann für uns, was genau für Kerben, Scherben wir brauchen. Ich kann euch Waffen schmieden. Aber, weiß nicht so viel. So, aber Waffe aufwerten. Was brauchen wir denn beim Streitkolben? Brauchen wir Hartsteinscherbe? Brauchen wir 4 Stück. Gut. Bleib bloß am Leben. Hartsteinscherbe, okay, gut zu wissen. Gut, falscher Weg. Hartsteinscherbe. Hat er die nicht auch verkauft da? Wir gucken nochmal. So. Wenn er die verkauft, kaufen wir doch gleich mal 4 Stück davon. Kosten, glaube ich, 500. Ich weiß nicht, ob er da mehr haben will pro Stück, aber ich glaube nicht. Der Preis liegt, glaube ich, gleich. Hallo. Oh, hallo. Hartsteinscherbe da. 1, 2, 3, 4. Ich konnte tatsächlich 4 Stück kaufen. Das ist doch ziemlich cool. Das heißt, so können wir doch. War eine Freude, mit euch zu handeln. So könnten wir doch schnell mal
unsere Waffe nochmal aufwerten. Das machen wir auch nochmal schnell. Ich weiß, das ist ein bisschen blödes Hin- und Hergerennen jetzt. Aber ist für uns nicht super. Und durch die Ladezeiten der PlayStation ist natürlich auch alles irgendwie easy peasy hier. Da warten wir nicht lange. So. Gehen wir uns eben hin. Gucken, ich weiß nicht, wie viel er braucht dafür. Guck mal, wir brauchen nur 300, um das zu machen. Was soll er für uns tun? Jetzt braucht er 6 Hartsteinscherben. Macht das Sinn, nochmal zu gucken, ob der sowas da auch hat? Habe ich Seelen dabei eigentlich? Na guck mal, da haben wir noch einige, ne? Also wir können mal gucken, warte mal. Hartsteinscherben. Wenn ich nochmal 6 Stück kaufen kann bei ihm, warum nicht? Oder? Was sagt ihr? Natürlich gerade ein kleines bisschen Gerände, aber gleich gehen wir weiter voran. Lass uns einmal gucken. Ach Mist. Habe ich jetzt das gesehen. Der ist weg, ne? Ah, ist runtergelaufen. Egal. Machen wir gleich. Da war gerade so ein Diamant-Ding da. So, pass mal auf. Oh, hallo. Okay, warte mal. Ich habe da ein paar Dinger dabei. War eine Freude, mit euch zu handeln. Ja, warte mal. Guck mich mal an hier. So. Wir haben hier so ein paar Sachen, die wir nochmal wähle eines. Guck mal, können wir auf jeden Fall nochmal welche kaufen bei ihm. Oh, hallo. So, 6 Stück haben wir. Jetzt gehen wir nochmal das Seelenzeichen berühren. Ne, jetzt gerade nicht. Kurz zurück. Jetzt machen wir die noch einen stärker und dann. Ja. Kann ja nicht verkehrt sein. Dann müssen wir kurz gucken, welche. Jetzt habe ich natürlich noch so große Seelen wahrscheinlich, ne? Na, guck mal. Passt doch gut. Ich kann euch Waffen spielen. Auf 104? Besser geht's doch nicht. Ist doch ganz cool, oder nicht? Gut. Bleib bloß am Leben. So. Den haben wir jetzt aufgewertet und jetzt können wir uns ums Spiel kümmern. Los geht's. Tut mir leid. Also haben wir 8 Minuten vergeudet, um hin und her zu changen. Aber das macht nichts, glaube ich, oder? Die 8 Minuten soll es wert sein, damit wir eine Waffe haben, die uns ein bisschen mehr gibt. So. Da hinten ist er. So. Guck dir das an. Kriegen wir auch richtig viel. Großsteinschärfe, Scharfsteinschärfe, okay. Seele ins unbekannten Helden. Haben wir schon wieder gleich ein bisschen was bekommen. Okay. Lass uns mal kurz bei ihm nochmal hingehen. Weiß nicht, ob er noch irgendwas hatte, aber sicher ist sicher. Oh, hallo. So. Die brauchen wir nicht. Scharfsteinscherben hat er auch relativ viele, aber wir haben ja genug. Gut. Ihr wollt spielen? Dann lasst Münzen klimpern. Jetzt ist die Frage, welchen Weg wir gehen. Gehen wir erstmal hier rein? Da kommen wir nicht rein. Da fallen wir direkt runter, würde ich sagen. Und klettern können wir ja nicht. Also müssen wir einen anderen Weg finden. Gab es hier noch irgendwas? Ich schaue mal lieber nach. Hier kann man sich runterfallen lassen. Das könnte ein Vogel sein. Achso. Gut. Ne, dann gehen wir da hinten. Dann gab es auch einen Weg. Dann gehen wir da hinten längs. Ist das hier nachher eine Abkürzung? Bin aber schon gespannt, was für Gegner uns hier erwarten. Der nächste Fall ist gegen Zauber anfällig. Okay, ich mach da oben. Wir schmeißen einfach Felsbrocken runter. Kann ich die treffen von hier mit dem Bogen? Geht das? Ich weiß es gar nicht.
Ah, ich treffe die nicht, okay. Lass mal warten, bis sie hier runtergeworfen haben und dann rennen wir einfach weiter. Oh! Okay, okay, die zielen ganz gut anscheinend. Gut. Oder auch nicht gut. Ich bin schon ärgerlich jetzt, aber. Die beste Option ist Zauber. Ich habe keinen Zauber. Versuch es mit Hebel. Ach, jetzt funktioniert das Ding. Oder beziehungsweise. Jetzt können wir da rauf. Okay. Dann gehen wir erstmal hier längs und gucken, was hier drin ist. Okay, okay. Ah, die hauen schon ganz schön hart zu, ne, wenn die einmal treffen. Das ist schon nicht ohne. Okay, vielleicht ist das auch schon ein zu schweres Level. Hätte ich ein anderes Level erst nehmen sollen, ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, wir gehen jetzt mal hier weiter. Meide diejenigen, die schwer sind. Ja, das ist super. Hörst du mir? Die anderen kommen. Komm kurz heilen hier. Und? Oh, komm weg da. Ach, hier findet man diese Scherben en masse. Hätte ich eigentlich alle kaufen müssen. Na gut. Zu spät, ne? Man weiß ja nicht mal alles. Alles voll hier mit den Leuten. Oh! Nein! Wie gemein war das denn gerade? Mann, ey!
Das war ja gerade ein Hinterhalt, ey. Fies. Das war echt gemein, muss man sagen. Da lacht einer. Zauber ist keine gute Wahl. Oh, da ist der Fette. Das ist der Spacken, der uns doch das da eingebrockt hat, oder nicht? Keine Pfeile mehr? Okay, finden wir auch einiges. Okay, da steht schon einer und meint, er ist wichtig. Oh, Alter. Komm her. Trau dich hier rein. Okay. Ah, okay. Rechts, ja. Hab ich schon gesehen. Oh! Alter, noch einer. Danke für den Tipp. Das war gut. Wow. Sind schon alle ganz beschissen hier. Da geht's irgendwo rein, da liegt eine Leiche. Ich weiß noch die Leiche. Sicher Mondgras, das ist doch gut, davon können wir uns auch ein bisschen heilen. Das soll nur auswählen, ne? Tauschen wir aus gegen das hier. Ja. Dann gehen wir hier nochmal rein, gucken, was hier drin ist. Hier kommt man auf jeden Fall nicht durch, okay. Gut. Eine Spitzhacke gefunden. Gut, dass wir keine gekauft haben. Fuck, wo war der denn? Ach, da drüben. Na, warte. Okay.
Ja, der ist schon nervig. Ich verballere gerade meine ganzen Pfeile dafür. Aber der ist einfach nur nervig. Okay. Nur ein paar neue Pfeile kaufen. Kriegen wir hin. Hier geht's nur runter. Runter wollen wir. Runter? Naja, noch nicht, ne? Erstmal hochgehen. Grube voraus. Okay, warten wir noch kurz. Erstmal hier hoch. Nicht, dass wir da runterplumpsen, dass es eine Falle ist und irgendwas kaputt geht. Ah, guck mal. Seelen, Seelen. Ha. Also ich habe Angst, dass ich da runterfalle, aber... Dahin würde man trotzdem gerne, ne? Um die Sachen da einzusammeln. Wir müssen es probieren. Wenn wir runterfallen, fallen wir runter, dann ist es so. Wir müssen es trotzdem probieren. Ah. Okay, da ist einer. Okay, wir müssen uns hier hochkämpfen, leider. Oh, die kommen alle hier rüber jetzt? Okay. Naja, müssen wir die überall platt machen hier. Naja, so viel, also die langsam sind ja noch okay, so, ne? Aber hier möchte man nicht nochmal drin aufräumen, wenn man hier alles gerade platt gemacht hat. Da hinten komme ich auch gar nicht hoch, oder? Irgendwie? Nicht so richtig. Doch, ich kann da hinten rüber wahrscheinlich, okay. Ich breche das jetzt nicht auch ein hier, das wäre ein bisschen blöd. Oh. Oh, ist er dumm. Oh, oh, oh. Wir kommen im sicheren Ort. Okay. Gut, hier haben wir auch noch was gefunden. Also das ist eigentlich so ein Update-Viertel hier, würde ich sagen. Hier kann man ja alles upgraden, was es gibt so. So, hier ist ein Hebel. Was passiert jetzt? Ach! Das
das Tor geht auf. Okay, da konnte ich gerade eben gar nicht durch. Wäre ich also gar nicht rübergekommen. Ist ja gut, dass wir das gemacht haben. Das Rad dreht sich auch da oben. Perfekt. Also, dann müssen wir wieder zurück hier. Behaupte ich mal. Wieder hoch, ne? Hier, ganz unten. So, hier wieder durch, ne? Genau. Gut. Lieber halten wir uns mal Schutzschild, wenn ich jetzt irgendwas geöffnet habe, hier irgendeiner rausgepurzelt kommt. Muss ja bei dem Spiel mit allem rechnen. Gut, hier waren wir jetzt überall. Und die da drüben kann man wahrscheinlich gar nicht bekommen, denn, ne? Oder wie schaut's aus? Also ich wüsste nicht, wie man da rüberkommen sollte, das ist das Problem. Oder kann man da irgendwie noch sich längs schleichen da? Oh. Kann man an den Seiten längs gehen oder fährt man da runter? Ich würde es nochmal testen. Kann man den Holzbalken längs gehen oder fällt man da runter? Okay, das geht nicht. Das bricht komplett ein. Schade, schade. Hätte ja sein können, weiß ich nicht. Wird ja jeder ausprobieren, ne? Oder? Denke ich schon. Gut, dann nochmal nach oben. Ist doch noch ein Balken. Kann man über den Balken da balancieren? Oder bricht er auch ein? Oh, man will so gerne, ne? Ich probiere es echt auch nochmal über den Balken, weil ich einfach so ein Depp bin, aber ganz ehrlich. Kommt tatsächlich rüber. Wie cool ist das denn? Ach, guck mal. Aber ich gehe auch wieder vorsichtig zurück. Ich höre noch irgendein Geräusch von irgendeinem Monster da die ganze Zeit. Oder irgendeinem Viech. Habe ich nicht alle getötet? Scheint nicht. Na gut. So, wir gehen hier oben längs. Jetzt können wir durch die Tür gehen, die wir den ganzen Kram eingesammelt haben. Oh, ein Nebel. Ein Nebel ist immer schlecht eigentlich, ne? Habe ich mal Angst. Ich weiß nicht, was dahinter kommt. Umbasa. Umbasa? Okay. Was heißt Umbasa? Kehre um und gehe zu hoch. Okay, wer ist er denn? Gehe nicht ohne Ausweichen weiter, okay. Weiß mehr Glück als Verstand, vielleicht passiert es. Schmelzsteinscherbe, okay. Jetzt geht's hier hoch, nach oben. Oben. Danke fürs Lesen. Ja.
Heilpunkt Gras. Wir können alles gebrauchen, was wir finden. Das ist das, ne? Man spielt und spielt, man fühlt sich jetzt relativ sicher gerade so. Und man denkt sich, oh, guck mal, passiert ja gerade gar nichts. Und dann kommen die wieder mit so einem Scheiß um die Ecke. Deswegen muss man echt hier... Ach, die Dinger, okay. Oh nein! Hilf mich! Okay. Na, kann ich leider nicht. Na gut, vielleicht schaffen wir es auch noch ein bisschen ohne jetzt groß was zu machen. Bringt es das, die zu killen da eigentlich? Wir müssen ja eh nicht da runter, oder? Drachensteinscherbe. Okay, das klingt schon mal ganz gut nach gutem Material. Oder sollte man die... Ich schieße mal einen von denen ab, nur um zu sehen, was passiert. Aber er kann da unten weiterleben. Also das heißt, die krabbeln da einfach nur raus. Das macht uns natürlich keinen Sinn, dass jetzt da... Wir müssen hier weiter. Hä? Aber da kann ich jetzt nicht runtergehen, ne? Da jetzt drüben leuchtet was, ne? Können wir nicht. Ja, ich kann natürlich ins Feuer gehen, das ist Quatsch. Will ich auch gar nicht jetzt probieren. So, wir gehen jetzt hier längs. Okay, die sehen so ein bisschen gemeiner aus. Sozusagen die gleichen eigentlich. Nur dass es eben viele sind, ne? Ah, guck mal, die kommen. Die kann man ganz locker pullen. Okay. Und ihn kann man auch noch pullen hier? Ja, okay. Oh, war die Ausdauer auch gerade weg, ey, wenn ich Glück hat. Hartstein von Wert voraus, okay. Abkürzung voraus, okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Geiler, wenn man sie mit einem Ausdauerding mal platt machen könnte, aber das kann man noch nicht. Unnützes Drehen, aber jetzt geht's los. Sammeln. Oh! Die Hartsteinscherben sind das dann bei dieser. Okay. Also, wenn wir jetzt eine Abkürzung finden, müssen wir die auch nutzen, glaube ich. Kann ich jetzt auch noch längs? Ich glaube, mal hier längs nochmal. Vorsicht, okay.
Also wo ist denn die Abkürzung jetzt hier? Hier unten runter? Ach, das Ding kann man anmachen und dann hat man eine Abkürzung. Perfekt, das machen wir doch glatt. Also wir können aber immer hoch und runter fahren. Muss ich einfach raufgehen oder was muss ich machen? Anscheinend. Perfekt. Noch mal mit. Hier drüben, ja. Da ist hier noch irgendwas? Nee. Gehen wir nochmal rauf, oder? Oh oh, geht's hier runter. Hier wollte ich gar nicht hin. Oh. Wer denn? Wen denn ihn? Ich habe euch hier in der Gegend noch nie gesehen. Nee, bin neu. Was macht das schon? Ihr braucht einen Schmied? Her mit eurem Stahl. Falls nicht, ist da die Tür. Cool. Was hast denn so da? Reparier mal. Und dann Waffe aufwerten. Mach mal. Kann ich noch höher machen? Mach mal. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen was. Aber jetzt auf jeden Fall kann auch das hier das Dreieckschild machen. Okay, da brauchen wir noch ein paar andere für. Was ist denn zum Beispiel mit meinem Bogen? Okay, dafür brauchen wir es auch. Gut. Gut zu wissen. Das war's. Ja. Ich geh mal hier rein. Okay, mehr gibt's hier nicht. Ah, okay. Gucken wir mal, wo es hingeht. Ist er wieder hier? Oh, hallo. Ich könnte natürlich noch ein paar Hartsteinscherben von ihm kaufen. Ihr wollt spielen? Dann kann natürlich auch genug finden eigentlich, ne? Gut, wir gehen jetzt erstmal hier hoch und gehen dann nochmal weiter. Kurz warten. Oh, das war eine enge Kiste. Gut, das ist eine coole Abkürzung eigentlich. Und jetzt gehen wir hier rein. So, was hier passiert? Auf jeden Fall unsere Waffe ein bisschen mehr Wumms jetzt, hoffe ich. Aha. Ja, endlich. Das ist doch schon besser. Oh, der hat mich getroffen. So macht man das. Große Hartsteinscherbe, okay. Willkommen im Feuer. Okay. Was essen hier?
Okay, da unten gibt es richtig viel, da drüben sehe ich gerade. Okay, die schmeißen einen Stein. Von wo? Von da, okay. Das ist ziemlich uncool. Aber? Wie wollen die dann platt machen? Na gut, lass den Stein schmeißen. Gehen wir erstmal hier längs. Rennen. Freu dich auf Stürze. Okay, dann rennen wir rüber. Ja. Hier können wir nur runterkommen, wenn wir rollen jetzt wahrscheinlich, ne? Wir sind da wieder runter, okay. Na gut. War jetzt nicht so wild. Wir müssen den ganzen Weg wieder hoch. Das ist natürlich blöd. Aber dafür haben wir auch nicht was eingesammelt. Das ist natürlich wieder ganz gut. So. Vor allem freu dich auf Stürze, ja toll. Also viel sind wir nicht gestürzt. Also eigentlich ist es ganz okay gewesen. So. Okay, da waren die Dinger. Wir müssen da durch wahrscheinlich, ne? Kommt da rein, gibt keinen Weg. Oh. Na ja, komm zu mir, komm her. Hier bin ich. Oh. Oh. Ach, die treffen sich auch gegenseitig, das ist ja cool. Das ist ja cool. Ja, er schmeißt noch einen Stein. Das ist ja cool. Okay. Okay, so kommt man doch hier durch die Barrikaden. Das ist schon mal gut. Stahlschild. Wird besser als mein Schild? Mal testen. Definitiv, aber ist auch schwerer. Lassen wir erstmal bei meinem. Da kann man sich irgendwie runterfallen lassen von da oben. Okay. Konzentriere dich auf Lava. Ach, man kann dir so runterrollen. Ja, das wollen wir jetzt gar nicht. Ach, das, okay. Ha!
müssen einmal von rundherum platt machen, glaube ich. Alter, wie viele Viecher haben wir das denn gerade wieder? Mann, das ist aber echt ein bisschen fies immer, ne? Muss man ja einfach mal sagen. So, hier geht's runter. Vorsicht, Ratten weiter vorne. Das waren Ratten, das waren auch Wölfe. Hier kommen noch Ratten, okay. Da ist noch ein Wolf. Alter, die kann er mich ja durch angreifen. Ist er dumm? Keine Ratten. Wahrscheinlich sind hier noch Ratten irgendwo. Das war auf jeden Fall definitiv keine Ratte. Geh rum und gehe zu hinter dir. Na toll. Ab und zu sind die Tipps auch einfach nur behindert, oder? Richtig dumm. Ich weiß nicht, wofür die da sind. Aber wenn die es meinen. Halbmondgras. Aha. Komm mal her, du. Oh. Leiche. Okay. So, da unten ist auch nicht so schnell. Ah, hier kann man drehen. Okay, drehen wir mal. Was ist denn da passiert? Ah, okay. Jetzt hört's auf. Gefällt bestimmt nicht jedem. Ah, wird die Lava gelöscht. Okay, das ist natürlich cool. So. Oh. Hoppla, na toll. So ein paar, also einige Tipps sind echt einfach bräsig, oder? Man denkt, was soll das? Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg da hoch zu dieser Lava-Stelle, ne? Das machen wir schnell. Ja, die, ist das dann hier auch ausgelöscht? Oh, noch nicht. Ich kann jetzt einfach hier rüber gehen, oder? Oder runter und dann rüber gehen. Ja, hier wieder hoch. Jetzt kommen wir hier rüber. Okay. Oh Mann, oh Mann. Vorsicht, Fässer weiter vorne. Okay. Ah, okay.
Wir lassen ihn halt erstmal abballern da. Besser. Hier, schieß mal Liefers ab. Okay, wir gucken, was wir an ihn rankommen. Oh. Ministerhose haben wir bekommen, na. Hier ist es sicher, ja toll. Das habe ich ja schon besiegt. Jetzt ist die Frage, ob wenn ich hier durchgebettet gleich ein Boss kommt oder. Wir müssen es testen. Nein. Was habe ich denn da für eine Hose? Sollen wir mal gucken? Ministerhose. Okay, feuerresistent. Oh. Ich war leichter, aber ist nicht ganz so schnell, so langsam. So, gehen wir hier hoch. Versuche es mit nichts. Hä? Vorsicht, geht ja weiter vorne. Ist die Frage, wer gerade einen Stein geworfen hat. Hinten, lock ihn mal. Okay. Die sieht zwar auch echt eklig aus mit den Spinnen, ey. Schön wieder dieser Ort, ne? Kleine Tipps sind ab und zu nützlich, viele Tipps sind aber auch einfach nur schlecht. Nochmal sagen. Der Schwachpunkt des nächsten Gegners ist unterhalb. Okay. Ich geh erstmal hier hoch, bevor ich das Rad da hinten drehe. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass dann irgendwas total Blödes passiert. Wenn wir hier oben links gehen, dann lag dann auch noch irgendwas, ne? Halt auch schon nach Schätze. Mach ich. Ein Chris? Ach so. Okay. So. Jetzt kommt gleich noch ein Gegner da wahrscheinlich. Dann werde ich erstmal gucken, was wir hier machen sollen. Erstmal liegt hier noch was? Spinnensteinscherbe, okay. Dann machen wir es. Scheint unbeweglich zu sein. Ah. Okay. Ist hier irgendwas festgemacht? Ah, hier, warte mal. Oh, oh. War das gut? Nee, das war schlecht. Versuche es mit Teamarbeit. Okay. Okay, gut. Vorsicht, den Mond weiter vorne. Dann gehen wir erstmal hier hinten durch, oder? Vielleicht finden wir ja noch eine Abkürzung für irgendwas. Weil das sieht doch verdammt nach einem Bosskampf aus dadurch. Alter. Und was für einen langen Weg wir haben, bis wir da wieder zurückkommen. Hier ist es sicher. Ja, toll. Scheiße. Wenn wir jetzt sterben, dann sterben wir. Dann müssen wir bloß den ganzen Weg uns wieder hier hinkämpfen, ne? Das ist das Einzige, was echt nervig ist, oder? Ach so, das ist okay. Nun gut. Panzerspinne, oh. Alter. Ah! Was kann ich denn gegen die... Was kann ich denn da machen?
Okay. Hier sitzt man so ein bisschen sicher gerade. Okay, aber was können wir machen? Oh Mist. Ah! Shit. Alter, wie soll man die denn besiegen? Alter. So, jetzt haben wir Feuer an unser Zinge. Kurz mal warten. Alter, ist so fies. Schau! Was für ein Elixier hier überhaupt? Keine Ahnung. Ah, fuck. Alter! Das war irgendein Giftstachel oder sowas, ne? Nein! Okay, wir müssen da nochmal hin. Nein, mach es ja nicht. Okay, warte mal. Ah,
Mann, dieses spinnet mehr. Warte mal. So läuft's denn? Alter, haben wir die besiegt? Okay, die war gar nicht so schwer. Man hat sich nur ein bisschen schwer getan, weil man ein bisschen dumm war. Aber eigentlich war sie nicht schwer, muss man zugeben. Nee, war sie auch nicht. Kann ich nicht jetzt gerade sagen, dass sie super schwer war. Nur gut, haben wir geschafft. Ist da hinten irgendwo hin noch? Nee. Gut. Dann können wir hier die Sachen einsammeln. Yes. Der konnte hochlaufen. So. Ja. Das war's denn. Für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.